Wieder da, Leute. Käsekranz. Und ihr habt doch gesehen, dass sie das was umstellen muss. Verdammt. Komm schon. Schnell da. Texturen, Qualität, Qualität. Ja, genau. Jetzt in die Wolken. Setzen wir auf niedrig. Ich könnte jetzt mal ein bisschen mit den Ohren Schmalz helfen, wenn du möchtest. Und dieser Stimme auf niedrig. So. Mike, soll ich dir schließen. So, weiter geht's. Mike? Ja. Soll ich dir mal ein bisschen mit dem Ohrenschmalz helfen? Ich hatte gerade so die Waffe schön im Anschlag, hätte ich die Ohrenschmalz wegpusten können. Leider wäre da ein bisschen mehr mit dem Ohrenschmalz. Du könntest das mit dem Messer rausschaben oder so. Ich hätte es so witzig gefunden, wenn jetzt das Spiel dich erstochen hätte, nur weil ich die Waffe im Anschlag gehabt hätte. Ich habe echt gedacht, oh mein Gott, was ist das für ein Scheißspiel? Aber nein, Daisy ist ja zu realistisch. Penis. Und Vagina. Und so. Mach du auch mal einen sinnvollen Beitrag. Zu was denn? Zu sinnlose Wörter, oder was? Okay, Bügeleisenkotze. Was? Was? Ja, weißt was. What the fuck? Tja, du wolltest den Beitrag haben, oder nicht? Jetzt hast du den Beitrag. Hast gewonnen. Juhu! Was hab ich gewonnen? Ja, einen auf die Fresse. Oh, das kenne ich schon. Ich kann dir beidseitig einen auf die Fresse geben, also mit beiden. Das kennst du sicherlich noch nicht. So, Übor, lass mal aus, weil... Scheiße und so. Erstens einmal das und zweitens einmal, da werden wahrscheinlich auch ein paar Leute sein, die was Richtung Erfeld unterwegs sind. Glaube ich halt. Könnte ja anders sein. Aber wir müssen das austesten. Nicht jetzt. Ich möchte endlich einmal die Leute da das Militärlager zeigen, das zweite. Ob wir es da noch hinschaffen? Keine Ahnung. Hey, bist du eigentlich auch beschäftigt gestellt in Skype? Nö. Seht ihr Leute, mit so einem unprofessionellen Loop muss ich zusammenarbeiten. Unprofessionell, ja genau. Wir hatten über Mikrofonprobleme, ja? Halt's Maul! Halt einfach's Maul, okay? Und mein PC denkt sich, oh, heute stelle ich dich mal voll übersteuert ein und dann denkt sich der PC an einem anderen Tag wieder, hör, guck mal, jetzt mach ich dich voll leise, es nervt dich voll. Hör, red mal ein bisschen lauter, Robin. Ah, Mikro wieder in der falschen Position. Ah, red doch nicht so laut! Ah, was jetzt? Jetzt steht sie sogar noch weiter runter. Damit es nicht passiert. Ja, weißt du, der Mikro, das spackt ein bisschen rum, glaube ich. Nee, ich muss dringend mal was einstellen seit diesem neuen Windows-Update, bei dem ich mich ganz toll freue. Bitte nicht so laut. Ich weiß nicht, was da los ist, aber... Oh fuck, den See haben sie vergrößert. Muss man außen rum. Ein gewisses Windows-Update? Ja, das hat jetzt dafür gesorgt, dass mein Mikrofon voll rumspackt. Früher hat sich kein Mensch beschwert. Wo hast denn du dein Mikro? Ist das direkt vor dem Mund ist, oder wie? Nein, ich hab's mir in den Arsch geschoben, damit nicht mehr wissen. Nee, es ist direkt vor dem Mund, weil man die nämlich so richtig reinpusten hört, weißt du? Ja, wieso? Ja, genau das hört man nämlich. Ja, ich brauche einen Popschutz. Du könntest das auch ein bisschen runterstellen, dass du direkt reinatmest oder so. Haltet einfach meine Hand vor dem Mund und dann geht das. Oh, nur schlimmer! Was denn Scheiß? Hier voll. Woher kommt die Luft? Ey, was denn? Ja, passt. Warum Popschutz? Ich hab jetzt mein Mikrofon ein bisschen weiter weggestellt, also es ist seitlich, da ist halt so schlimm. Fickschutz. Vielleicht sieht man das Kondom drüber. Das ist
Kotoschka, glaube ich. Die Stadt davor aus. Wie mache ich am besten den Popschutz? Wollten wir nicht was zum Essen checken und so? Ja, wollte ich. Da gibt's nämlich einen Supermarkt. Atme ich immer noch total rein? Nee, das geht's zurzeit. Das ist echt scheiße. Tja. Das wird voll unprofessionell. Könntest du da mal Großmembran-Mikrofon checken? So wie ich hab gleich mal 100 Euro weil. Wieso 100 Euro? Meins hat 50 Euro gekostet. So teuer sind die Teile gar nicht. Mit Pickschutz? Mit Popschutz bin ich auf 70 Euro gekommen. Alter, ein Popschutz für 20 Euro? Ja, kostet 15 Euro, aber die Lieferung und das... Bei... Ja, machen wir einfach ein bisschen Fremdwährung. Thomann, bei der Firma haben wir es bestellt. Ist ziemlich schnell gegangen mit dem Liefern und war sofort da und... Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwo... Hast du Ständer dafür? Ja, ich habe noch so einen Ständer... genau, der Ständer war noch dabei. Bei den 50 Euro. Ja, nee, ich weiß nicht, auf jeden Fall habe ich 70 Euro Zeit insgesamt. Ich glaube, der Popschutz kostet sowas unter 10 Euro und der Ständer dann auch nochmal. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ihr müsst ja noch irgendwo das Case zu dem Mikrofon haben. Da gibt es so ein fettes Case dazu, dass du das jetzt zum Beispiel einpacken kannst oder irgendwo mit hinnehmen kannst, so, keine Ahnung, LAN-Partys oder so. Ja, eine Überlegung wäre es wert, weil ich stehe auf solche Mikros. Ja. Das würde mein Headset wiederum total sinnlos machen irgendwie. Ich weiß nicht, was jedes Mal, das war schon beim vorigen DSi, dass man... Achso, Moment. Dass man zum Beispiel in die Städte die Sachen ein bisschen runterstellen muss, dass das nicht ruckelt. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber DSi ist nicht so wirklich aufnahmekompatibel. Gerade noch was futtern, warte. Ja, ich schau da mal, ob wir da irgendwie Gesellschaft haben oder so. Hab gefuttert. Ich hoffe, wir kriegen mal einen Dosenöffner. Wo kriegt man einen Dosenöffner her? Meistens in die Städte drinnen, in normale Häuser und so. Ja, dann würde ich sagen, wir brauchen ganz, ganz dringend einen Dosenöffner, weil ich habe gerade die Spaghetti-Dose geöffnet. Ich hatte noch 31% davon übrig. Ah, okay. Je mehr beschädigt die Axt ist, desto schlechter lässt es sich öffnen. Ja. Ist deine Axt schon badly damaged? Nö, meine müsste noch pristine sein. Den Supermarkt haben sie umgestellt, gell? Der ist vorher anders da gestanden. Achso, ja, schlagert. Ja, wenn cool. Mein Inventar ist eigentlich so ziemlich voll. Ja, meins eben nicht. Ja, dann füll auf da. Dosenöffner. Da. Da haben wir Tuna, also ein Thunfisch. Oh, guck mal. Ich kann es dir ganz woher hergeben. Take Orange. Kann ich irgendwas nicht da lassen? Nicht Pulver. Nee. Da draußen liegen auf jeden Fall ein paar Sachen. Also Thunfisch ist noch im Regal. Vor der Wursttheke. Mit der vergammelten Wurst drin. Oh, komm schon. So. Nein. Arschloch. Was machst du denn? Ja, er hat jetzt die Waffe aufgeladen, der Idiot. Ja, passt die? Passt nicht. Wieso? Du verlierst Mega Munition, nicht, oder? Nein, aber jetzt hat er ein ganz anderes Magazin drin. Oh. Jetzt ließ ich die alle dann wieder blöd halb leer und dann... Ja, gut. Soda! Scheiß drauf. Ja, Soda. Was ist das? Oh, ich war schon... Fuck. Ich war schon voll und da war scheinbar so ein Ding. Was aber ist, zum Beispiel unter einer Gasmaske, kriegt man schneller Durst und ist schneller ausgepowert. Habe ich mir sagen lassen. Also auf das muss man ein bisschen achten. Generell, wenn man Masken aufhat und so weiter, dann...
Dann kriegt man weniger Luft, das ist ja ein bisschen realistischer. Andere Seite müssen wir raus. Achso, warte mal, du willst nur einen Dosenöffner finden, gell? Ja, natürlich. Ja. Wegen dem Dosenöffner bin ich hauptsächlich hier, weil das kann's nicht angehen. Ich verliere immer 60-70% von der Dose. Ah ja, das ist blöd, ja. Das ist nicht nur ein kleines. Bist du jetzt links in das Haus oder rechts? Du bist rechts rein, gell? Dann gehen wir links rein. Schauen wir mal. Ich hasse die Türen. Oh, fuck, ja, die Türen, die wir so neu wegschieben. Das geht nicht, zack. So, da. Lothar Cola. Dosenöffner. Du hast nichts abgefuckt, die Tür da. Oh Gott, jetzt geht's wieder los, ja. Komm, geht die Tür da nicht auf? Nein, die geht nicht auf, scheiße. Aua! Arsch! Was? Aua? Ja, Arschtür. Arschtür. Achso. Die Tür des Arsches. Nein, du wirst jetzt nicht wieder die das Magazin. Dreck. Ja, man kann übrigens die Aktion abbrechen, ja, glaube ich, gell? Also, so ist es nicht. Cancel Action. Ja. Meine Fresse, die Türen, ey! Das schaut schon ziemlich ausgeräumt aus. Wolltest du vielleicht demnächst sagen, dass du dich da befindest? Wieso? Habe ich... Ah, okay, Rottenkiwi. Oh nein. Motorradhelm. Komm schon, ein Dosenöffner, Jungs, Mädels. Ja, das kann ich nicht. Hab ich überhaupt dann? Nee, hab ich nicht. Ich hab, Schlüssel für die Handschellen, habe ich. Wow, klasse. Und ich habe Handschellen. Oh, cool. Dann können wir mal einen festnehmen oder so. Halt, Polizei. Oh, okay, da geht's nicht weiter. Die Stimmbleiben, die schießen kaputt. Was haben wir da? Schönes? Nix. Nada. Da ist gar nichts. Wo du hockt denn? Müssen treffen und so. Ich bin wieder auf der Straße. Fuck. Tischkarten. Mir hat, glaube ich, ein Zombie gesehen. Ja. Eine Zombine! Die Zombies sind wieder geworden, habe ich das Gefühl. Alter, jetzt aber. Ich sag noch so, die Zombies sind irgendwie blöder geworden und er kommt nicht mit dem Zombie. Irgendwie nicht gut. Endlich hier mal. Was gibt's hier? Eine Dose Spaghetti? Hä? Eine Dose Spaghetti? Wer will die Spaghetti? Bist du bei dem großen roten Haus jetzt oder? Ja, ich habe einen Doppelsack in meinem Inventar. Ja, den kannst du rauswerfen. Ach nee, wirklich? Oh ja. Ja gut, andererseits, oh. Andererseits mitnehmen wäre vielleicht auch nicht schlecht. Weil dann können wir zum Beispiel einen Gefangenen oder so. Alter. Den Sack über den Kopf ziehen. Oh ja, seinen eigenen Sack. Hast du den getötet? Ich hab den Zombie getötet. Ah, ich komm da jetzt rein, okay. Read Note. Oh, nix drin. Oh ja, wir können da wieder Werbung schreiben. Er verteilt überall Werbung auf dem Server für seinen Kanal. Ja genau, ich hab noch ein Papier. So, aber was schreiben wir denn? Hallo, ihr Luschen, schaut mal auf JT vorbei, euer aus, ups, na so schreibt man das nicht, Austro, JT, immer, confirm, so. JT, dein Ernst? So, daher klickt. Y-T dann bitte. Wir nehmen. Oh Gott, ah ja, Y-T, stimmt schon. Was ist das? Von der Baustelle. Bin echt gespannt, wann sie da anmeldet und sagt, hey, ich hab den Nachricht gefunden. Irgendwie ironisch.
ein anständig befestigtes Baugerüst in Russland. Ah, oh, du bist oben, okay. Ein anständig befestigtes Baugerüst. Auch noch in Russland. Ah. Ey, die Russen können gut bauen, ne? Ja, die machen nur einer Free Climbing. Ah ja. Das sind die Roofer. Was sind die? Die klettern überall rauf und so. Das. Und dann gibt's noch die Trainsurfer, die sind echt hardcore. Der eine Typ, der was, wo man sogar das Video davon sieht, wie er vom Zug überrollt wird. Ja. Scheiß Pech gehabt. Also. Ja, what the fuck? Oh. Schon wieder? Ihr wisst, was das heißt, Leute. Ja, kleine Pause. Bis gleich, Leute.